Verständnis für die Wunden anderer. Und sie haben Verwundete mit Vorliebe porträtiert, auch Verlierer. Ja, nicht immer nur Winners und nicht nur Hollywood-Stars, keineswegs. Das war eher die Ausnahme. Meistens sind das Menschen mit großen Brüchen und die sich aber doch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen haben, immer wieder. Kommt dieses Verständnis für die Wunden anderer aus den eigenen Wunden? Natürlich. Aber auch bei jedem Schriftsteller oder bei jedem Kinofilmemacher oder so, ist doch klar, das Verständnis kann nur daher kommen. Die Leute spüren das auch. Mhm. Wenn sie nur Neugier spüren, erzählen sie mir doch ihre Wunden, ja, ist ja nichts. Aber was mich interessiert hat, war immer, wie überwinden sie das, wie kommen sie drüber hinweg? Ja. Und da glaube ich eben, dass jeder von uns, fast jeder, diese Reserve innerer Stärke hat, mit denen er auch die schlimmsten Wunden überwinden kann. Und das ist Heroismus. Das ist das, was ich von den Leuten abschauen wollte, um es auch für mich zu lernen. Ja, zum Beispiel, der querschnittgelähmte Vietnam-Veteran Ron Kovic, über den nachher ja Oliver Stone einen Film gedreht hat, mit Tom Cruise. Den haben wir. 4th of July war das. Ja, geboren am 4. Juli. Ja. Mit dem haben wir einen schönen, langen Film gedreht. Und der kam am Ende des Films mit so einer so überwältigend. Ein ganz einfacher Junge, ohne jede Bildung, ein Volksschüler, ja. Und der kam mit einer so starken Erkenntnis heraus, eben, dass wir alle irgendwo in uns die Kraft haben, auch diese Entsetzlichkeiten, die dieser 20-Jährige, der auf einmal kein Geschlechtsleben mehr hat, auch sonst eigentlich kein Leben mehr hatte, dass das möglich ist, auch damit fertig zu werden. Oder Charles Bukowski, ja, der auch ein furchtbares Leben hinter sich hat und der zu einer Lebensphilosophie kam, die man diesem primitiven, ungebildeten Menschen überhaupt nicht zugetraut hätte. Und das kam aus dem schieren Leben. Das halte ich immer für so beeindruckend.